Hallihallo, Lüle, heute geht es um Anzüge und um Anwälte, aka Suits. Die 9. Staffel ist jetzt draußen, die stelle ich euch heute vor. Außerdem stelle ich euch so ein bisschen die Serie vor, als Ganzes, so wie ich mit der Serie warm geworden bin, wieso ich sie mir geholt habe und so weiter und so fort. Und es gibt etwas zu gewinnen. Was das ist, wieso, weshalb, warum und wie, das erfahrt ihr gleich. Bleibt also dran, es lohnt sich. Ja, hallo Freunde des guten Geschmacks. Suits, die 9. Staffel ist wie gesagt jetzt draußen und ich habe damals mir tatsächlich dieses Boxset gekauft aus UK für umgerechnet, ich glaube 12 Euro war das. Staffel 1 bis 3, komplett in Deutsch, schöner Schuber und fand ich ganz nett. Also so mal ganz kurz zum Vergleich, es ist halt ein riesen Keepcase hier wieder drin, wo die ganzen Discs drin sind. Und zu dem Zeitpunkt gab es eben nur Staffel 1 bis 3 und man hatte hier wirklich ja, eine gute Laufzeit. Ein paar Stunden konnte man eben rumbringen. Ich habe mir die gekauft, hauptsächlich natürlich wegen dem Preis, aber auch, weil ich häufig was über diese Serie gehört habe. Ganz kurz für euch, es geht hier in dieser Serie eben um Mike Ross, der ja ein absolutes Gedächtnis hat, der kann sich alles merken, was er liest. Und um Harvey Specter, einen durchtriebenen, sehr guten, zwielichtig ist das falsche Wort, aber ja, so einen notorischen Lügneranwalt. Und die beiden zusammen treffen sich auch durch eine Lüge und werden Partner, mehr oder weniger, und lösen einige Fälle, weil er eben das Potenzial von ihm erkennt. Und ja, das Ganze ist wirklich spannend inszeniert. Es macht richtig Spaß, hat einen guten Unterhaltungscharakter, einfach weil man eben, ja, Anwaltsserien finde ich immer sehr trocken, aber die Serie hat einen guten Humor und hat einen sehr guten Lifestyle. Also ich liebe diese Serie wirklich auch wegen diesem Lifestyle, der hier zelebriert wird. Der Lifestyle of the Rich and the Famous, also Markennennung ohne Ende, wirklich Produktplatzierung ohne Ende, aber das Ganze in einem irgendwie sympathischen Umfeld, weil es einfach so Produkte sind, die sich wahrscheinlich eh der Otto Normalverbraucher nicht holen würde. Tom Ford Anzüge, Tom Ford Parfüm, Klipschboxen, also ein HiFi Setup im Büro, was unfassbar teuer ist. Es geht um gesammelte Platten, Kunst, Artikel von irgendwelchen Profisportlern und. Also hier geht es wirklich um wirklich krasse Namen und auch krasse Preise und das finde ich sehr sympathisch. Das erinnert so ein bisschen an ja, American Psycho, falls den jemand von euch gesehen hat. Also dieses Ganze, ich trage meinen Anzug von Jean-Paul Gaultier und dieses und jenes. Also so ist es hier auch. So die Szene mit der Visitenkarte von American Psycho. Stellt euch diese vor, vom Art und Lifestyle in diese Serie übertragen. Also ich finde, es passt so ein bisschen. Fand ich richtig geil, hat mir richtig gut gefallen und habe dementsprechend die Serie ja eben geguckt und auch fortgesetzt. Staffel 4 und 5 leider per Streaming und habe mir dann aber irgendwann wieder gesagt, jetzt kaufe ich mir die Sachen wieder. Das waren dann eben die Staffel 6 auf DVD und Staffel 7, beziehungsweise natürlich auch Staffel 8. Aber ich muss sagen, die Serie hat sich dann ein bisschen verändert. Zum einen natürlich auch, weil eben Rachel hier hinten, ne, die hat ja inzwischen königliche Pflichten, musste die Serie dann dementsprechend verlassen. Mike Ross, weiß ich gar nicht ganz genau, warum der rausgegangen ist. Ich will mich damit nie so sehr beschäftigen, denn wenn ich nachher lese, warum die gehen, und das hat manchmal persönliche Gründe, finde ich die unsympathisch. Deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt. Ich bin immer davon ausgegangen, er geht eben, weil eben seine Serienpartnerin hier gehen muss. Es ist so, dass sich die Serie gerade in der 6. Staffel sehr zu so einer, ich würde sagen, krass gesagt, einer Daily Soap ein bisschen entwickelt hat. Also es geht dann eher um diese persönlichen Bezüge, wer ist mit wem, wer mag wen, wer schläft mit wem, wer liebt wen. Und das Anwaltsding gerät so ein ganz bisschen in den Hintergrund. Ich habe das Gefühl, dass die Serie sich irgendwie neu orientieren musste. Und das Ganze wird dann krönend abgeschlossen bei Season 7, wo man auch, finde ich, sieht, was ich sehr, sehr schön finde, ne, diese roten Krawatten-Dinge. Also man sieht, hier ist so ein kleiner Wechsel drin, ein Bruch ist hier drin und die Serie entwickelt sich in eine neue Richtung. Dementsprechend muss ich auch tatsächlich sagen, so ehrliche Meinung dazu, Season 7 ist definitiv eine der schlechtesten. Hat mir nicht gut gefallen, es werden viele neue Wege beschritten und viele angefangene Wege beendet, weil man jetzt einfach sagt, okay, so geht es nicht weiter, wir müssen hier eine klare Linie ziehen. Und es wirkt so ein bisschen wie ein ja, unbefriedigender Abschluss. Aber dann kam Season 8. Und ja, Season 8 ist definitiv anders. Also Staffel 8 ist anders als Staffel 1, 2, 3 und 4. Dann ist es ja eh alles wieder komplett über Bord geworfen. Man sieht ja auch hier, der Cast hat sich geändert. Und es ist eine neue Interpretation, aber eine sehr unterhaltsame. Mir hat es ganz gut gefallen. Es ist deutlich besser als Staffel 7 und konnte ich auch gut weggucken. Und jetzt, Freunde, jetzt ist es soweit. Staffel 9 ist draußen. Könnt ihr euch also ab sofort erwerben, kaufen und dann in eure Sammlung packen, wenn ihr wollt. Ich muss sagen, ich bin richtig gespannt. Es ist die finale Staffel. Danach hört alles auf. Ich weiß nicht, wie es aufhört. Ich bin wirklich neugierig und werde jetzt die Staffel mir einmal mit euch angucken von der Optik. Euch ein kurzes Unboxing geben und dann könnt ihr die gewinnen.
So. So sieht das schöne Teil aus. Also zuerst muss man mal sagen, der matte Schuber gefällt mir richtig gut. Und ich finde es richtig gut, dass jetzt immer noch die Staffeln mit dem Schuber kommen. Nicht so wie das manche andere Serien machen, wo es dann irgendwann aufhört. Also es ist einheitlich und es sieht auch wirklich einheitlich im Regal aus, wenn man alle hätte, was ich ja selber noch nicht habe. Das einzige Wermutstropfen ist eben das aufgedruckte FSK-Logo. Gibt halt, wie gesagt, keine J-Card oder sonstiges. Das ist ein bisschen schade. Und naja, gucken wir uns das Ding mal genauer an. Hier haben wir dann eben die Blu-Rays drinne. Und die sind wahrscheinlich typisch untergebracht. Ja, genau so. Also, 3 Discs haben wir hier. Und ich sehe etwas, was mich anlächelt. Und das macht mich natürlich ein ganz bisschen glücklich. Ein Wendecover. Das heißt, so sieht natürlich jetzt das ein bisschen schöner aus. Hat kein Logo mehr drauf. Befriedigt etwas das Sammlerherz. Aber ich muss sagen, natürlich ist es echt ein Wermutstropfen hier mit dem Logo. Aber nun gut. Ich kann es verstehen aus Kostengründen. Aber das finde ich natürlich immer ein bisschen schade. Ja, also alles in allem relativ unspektakulär, aber sehr schön, dass hier wirklich eben dieser Schuber mit dabei ist und auch von der Farbgebung jetzt hier nichts Neues gemacht wurde und es am Ende tatsächlich im Regal gut aussieht. Ich zeige euch das mal kurz. Also so würde das Ganze hier eben im Regal aussehen. Finde ich ganz schick, passt. Also das heißt, die Maße sind gleich, Logo ist an der gleichen Stelle. Einziger Wermutstropfen auch hier wieder ist, dass die UK-Box sich gedacht hat, komm, wir drehen das Suits um. Aber selbst hier passen die Maße, also es ist auch durch das BBFC-Freigabenlogo ja eh ein bisschen anders und durch den blauen Balken. Aber die Maße passen und ich finde trotzdem, es sieht in Ordnung aus im Regal. Also bin ich glücklich mit, finde ich sehr schön. Und wenn ihr sagt, ey, das hört sich alles echt geil an, oder wenn ihr sagt, boah, die finale Staffel fehlt mir auch noch, dann habe ich hier die Möglichkeit, dass ihr eben diese Box, diese Staffel gewinnen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich relativ simpel. Ihr schreibt in die Kommentare, ob ihr die Serie schon mal gehört, ob ihr die Serie gesehen habt, ob ihr die Serie kennt oder wieso, weshalb, warum ihr ausgerechnet diese Staffel gewinnen wollt. So kurze Signal, dass ihr eben an einem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Und dann seid ihr schon im Lostopf. Das Ganze, wie lange das läuft und die restlichen Bedingungen stehen alle unten in der Infobox verlinkt. Und ansonsten kann ich die euch wirklich nur empfehlen. Haltet durch. Ich weiß, zwischendrin gibt es so eine kleine Flaute, aber es ist ja häufig in den Serien so, dass es zwischendrin so einen kleinen Hänger gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, zusätzlich neben dem Gewinnspiel natürlich, wie ihr die Serie findet, wenn ihr sie gesehen habt, ob ihr auch großer Fan davon seid. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.